Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3, inklusive dem Add-on Reaper of Souls, aber das wisst ihr ja, eine ganze Weile konnten wir jetzt nicht, jetzt geht es endlich weiter, Leoric wartet ja auf uns, der Skelettkönig. Vorher aber mal unsere erste Amtshandlung, hier die Schwingen der Tapferkeit ausmachen, die verkaufen wir aber nicht, sondern die bringen wir hier in die Beutetruhe. Da hat sich auch ein bisschen was getan, ich habe jetzt die Diamanten, also die Edelsteine hier auf der Seite. Und hier unten die Handwerksmaterialien. Die Schwingen der Tapferkeit lassen wir hier drin. Und die ziehen wir erst wieder an, wenn wir wirklich Bock drauf haben. Oder wenn wir sie uns verdient haben. Denn im Moment waren wir ja noch gar nicht so tapfer. So, vorher. Hier übrigens, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns immer anhören wollen, was die Leute sonst noch zu erzählen haben. Die haben dann immer so eine, hier eine blaue Schneeflocke über den Kopf. Jetzt quatschen wir erstmal mit Lea und gucken, was die denn so zu erzählen hat. Adrias Tod. Lea, erzählt mir von eurer Mutter. Nun, die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Lea, ihre Mutter? Also Adria ist Leas Mutter? Leben mit Kane. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Das kann ein einsames Leben bedeuten. Was treibt ihn an? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Ja, guten Morgen, Lea. Vielleicht guckst du dich mal um, was hier los ist. Ein bisschen mehr Vertrauen in den allen Deckard Kane solltest du schon haben. Aber erzähl mir noch mehr über Adria. Habt ihr etwas über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ja, vielleicht war sie ja auch auf der Suche nach den schwarzen Pilzen, die wir haben. Weil da steht ja auch drin, dass irgendwie Adria danach sucht. Aber dazu später. Ich habe auch rausgefunden mittlerweile, wofür das ist. Da kann man nämlich eine legendäre Waffe bauen. So ein Zauberstab, der wohl aber nicht so ganz so gut sein soll. Aber Lea, erzähl uns mal über die Kreuzritter. Ich habe noch nie von den Kreuzrittern gehört. Wir sind Diener des Glaubens der Zakarum. Wir kommen aus dem Osten und sind erst kürzlich in diesen Landen angekommen. Einige von uns jedenfalls. Nun, ich hoffe, ihr plant nicht, die Menschen hier mit dem Schwert zu bekehren. Ich bin nicht hier, um zu bekehren. Ziel meines Kreuzzugs ist, die Verderbnis auszulöschen, die meinen Glauben plagt. Sobald dieses Übel vernichtet ist, wird der Glaube der Zakarum wiederhergestellt sein. Und es bleibt ganz den Menschen hier überlassen, ob sie daran glauben wollen oder nicht. Ja, dafür sind ja die Kreuzritter bekannt, dass sie den Menschen absolut nicht ihren Glauben aufdrücken wollen. Aber egal, das ist eine ganz andere Geschichte. So, Deckard, was hast du zu sagen? Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Dann werde ich dem ein Ende setzen. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Okay. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Man braucht auch gar nicht mehr interpretieren, liebe Lea. Guck dich einfach nur um, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Aber der olle Deckard Kane oder der gute Deckard Kane hat noch mehr zu erzählen.
Wer seid ihr eigentlich? Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Ihr habt nicht auf den Ruf gehört? Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Dann will ich mal hoffen, dass Deckard Cain da erfolgreich sein wird. Aber Deckard, erzähl mir über deine adoptierte Nichte. Ich kann erkennen, wie wichtig euch Lea ist. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Tja, das wird sich wohl ändern. Aber Deckard, erzähl mir wieder über die Prophezeiung der Endzeit. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Cain überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Interessant, interessant. Was ich mich immer frage, es muss ja immer in der Welt ein Gleichgewicht zwischen Gut und Böse herrschen. Kann man denn das Böse eigentlich endgültig besiegen? Aber Deckard, erzähl mir noch ein wenig über den wahnsinnigen König Leoric. Die Geschichte vom wahnsinnigen König Leoric lastet schwer auf der Stadt. Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und so wurde er zum Skelettkönig? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Diese Geschichten, die wirklich nur Diablo, also die Diablo-Serie schreibt, das sind doch, stellt euch vor, euer Vater wird besessen und ihr müsst ihn niederstrecken, das ist einfach nur unvorstellbar. Aber Deckard, erzähl mir noch etwas über meinen Kreuzritterorden. Lea hat mir von eurem Kreuzzug erzählt. Ihr wollt die Quelle der Verderbnis im Glauben der Zakharum finden. Ich habe vielleicht Kunde, die euch helfen könnte. Aha. Mephisto, der Herr des Hasses, wurde viele Jahre unter Travinzal gefangen gehalten und versuchte, seine Freiheit zurückzuerlangen, indem er die Zakharum verderbte. Ich habe davon gehört, aber nur zu wissen, wie es passiert ist, ist nicht genug. Ich muss die Quelle der Verderbnis finden, um sie zu reinigen. Ich fürchte, dass Mephisto nicht mehr ist. Seine Seele wurde in der Höllenschmiede zerstört. Ich bedauere, Kreuzritter. Ich habe mein Leben diesem Kreuzzug verschrieben und eure Neuigkeiten ändern nichts an meinem Schwur. Und wenn ich mein ganzes Leben suche und nichts finde, wird es dennoch die Reise wert gewesen sein. Oh ja, und was für eine Reise. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg
zum Schmied Hedrick Eamon. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Na, können wir ja mal gucken. Ich verspreche, dass egal, was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Ja, tatsächlich einiges, was wir gebrauchen könnten. Eigentlich könnten wir fast alles gebrauchen. Da könnt ihr mal sehen, ja, die Rüstungen, die er verkauft, haben alle weniger Rüstung, aber unten in den Zahlen seht ihr, dass die Werteveränderungen viel höher sind, weil wir einfach dadurch, dass diese Hose zum Beispiel 10 Vitalität drin hat, was die 19er Hose von uns, die wir ausgerüstet haben, nicht hat, bringt uns das einfach viel mehr Zähigkeit. Deswegen kommen wir, gehen hier mal ordentlich einkaufen. Wo kommt auf einmal diese Hose her? Wir legen das hier mal kurz an. So. Das Ding kaufen wir noch, die Handschuhe noch. Ist ja fast wie eine Shopping-Tour hier. Zack, zack. Verkaufen. Lea hat die ganze Nacht. So, da sehen wir doch schon wieder ein bisschen hübscher aus. Die Verletzten zu versorgen. Was? Heute Morgen war sie schon wieder dabei, die Tore zu verteidigen? Was treibt dieses Mädchen nur an? Wille und Mut. Habt ihr gehört? Der alte Rumford hat unsere Ration halbiert. Wie sollen wir kämpfen, wenn wir hungern? Der Rest der Stadt ist auf Viertelrationen, einschließlich meiner Frau. Aber du kannst ja den Dienst quittieren, wenn du möchtest. Ja, jeder hier seine Probleme mit sich zu tragen. Hedrick. Seid ihr Hedrick? Deckard Cain sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leoriks Krone zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ihr tragt eine schwere Bürde. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Wir folgen. Seine eigene Frau umbringen? Oh Mann. Keller der Verdammten. Was für ein toller Name für einen Keller. Bleibt hinter mir. Ui. Meine Freunde, es tut mir leid. Tut eure Pflicht, Schmied, auch wenn es euch schwerfällt. Ja, uns fällt's nicht so schwer. Wir kennen die Typen ja nicht. Oh, ist das geil, endlich wieder loszumetzeln. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Ui! Mira Eamon. Oh, die hält ganz schön viel raus. Einmal blenden. Alter Falter. Ja. Der Zug hält nichts auf. Da sind wir ein Level up. Was haben wir denn hier? Oh, unsere erste Rune auf den Schildstoß. Der Schild zersplittert explosionsartig in kleine Fragmente, die zusätzliche Gegner treffen. Gleich mal angucken, das Ding. Oh, schön. Und dann haben wir hier einen Wurfspieß. Auch schön. Macht ein bisschen mehr Schaden. Cool. Hedrick, es tut mir leid um deine Frau. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ihr schuldet mir nichts. Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leoriks Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt.
meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Das machen wir. Jede arme Seele, die wir da draußen finden und retten können, werden wir retten. Öffnet das Nordwesttor. Machen wir natürlich auch sofort vorher, aber gucken, hier ist noch ein Händler. Sieh mal, ich verkaufe dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. In Ordnung? In Ordnung. Ja, alle ein bisschen seltsam hier. Ich würde gerne den trollischen Putz holen. Sehr trollig. Oh Gott. Das hätte ich jetzt besser nicht gesagt. So. Lasst mich durch hier. Auf in den Hain des Wehklagens. Das erste etwas größere Gebiet hier. Würde mal interessieren, wie das bei euch so ist. Mögt ihr bei Diablo eher die großen Gebiete? Oder mehr? Ah, komm schon. Oder mehr die Gebiete, die so ein bisschen Dungeon-mäßig sind? Neues Wissen. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Ach, komm! Ich benötige mehr Zorn. Ja, ich weiß. Ui, auf Profi ist das schon eine ganz andere Marke hier, obwohl wir uns trotzdem ziemlich gut schlagen. Ach ja, was haben wir hier? Schreien der Raserei. 25% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Da ist schon wieder so ein Fetti. Oh, weg hier! Oh. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Was haben wir da gefunden? Ach, alles Handwerksmaterialien. Warum wir den Pilz jetzt nicht in die Truhe gepackt haben? Naja, egal. Und hier haben wir eine Höhle, eine kleine. Höhle der Gefallenen, Ebene 1. Scheint doch was Größeres zu sein. Da gehen wir natürlich rein. Wenn die immer wegrennen, das hasse ich ja. Verrotteter Schamane der Gefallenen. Okay. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Okay, hier nix. Ich bin echt froh, dass wir jetzt endlich weiter zocken können. Die ganze Zeit so ein bisschen aussetzen. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Das konnte man ja, glaube ich, auch auf Twitter lesen. Was soll man machen? Ja. Oh, das sind viele. Diese Kreatur muss sterben. Mit Sicherheit. Alter Schwede. Erstmal die Kleinen wegschlagen. Irgendwie. Ah, die flüchten immer. Oh Gott. Ich fühle mich besser. Mal einen Heiltrank genommen. Und wir machen jetzt erstmal den goldenen Platt. Der nervt mich. Immer drauf. Den haben wir gleich.
Ah, da, endlich. Alter Verwalter. Du gibst jetzt auch mal Ruhe hier. Oh, meine Fresse, ey. Das ist schon ordentlich. Kann man gar nicht anders sagen. Was haben wir hier? Konnte ich nicht lesen. Ich habe ja, damit ihr auf YouTube, ist ja immer alles, was so dunkel ist hier. Da sieht man ja so extrem die Fragmente dann. Deswegen habe ich das alles ein bisschen heller gemacht. Ich habe das Gamma bis zum Anschlag hochgedreht. Weswegen ich teilweise die Sachen hier gar nicht richtig lesen kann. Aber Hauptsache, ihr seht ordentlich. Ja, was will denn jetzt so eine Fledermaus nach dem krassen Fight eben? Hallo? Ich finde dieses Explodieren ganz geil. Wenn wir einen Angriff blocken, gehen wir in Flammen auf. Ne, andersrum. Wenn wir einen Angriff blocken, dann haben wir gestählte Sinne. Und wenn wir dann nochmal ausweichen, dann gehen wir in Flammen auf. Das ist echt geil. Da. Was ist denn das da oben? Ah, geht weg. Oh, da kommen immer neue raus. Macht euren Frieden. Jetzt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus, durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Wer hätte das gedacht, Deckard? Hier habe ich schon so ein paar blaue gesehen. Die kommen immer zu dritt. Meistens ziemlich unlustige Gegner. Hau nimmer ab, das nervt. Ey, bleib hier jetzt. Mal ein Heiltrank. Immer schön einen nach dem anderen. Ich glaube, ist sinnvoller, als wenn man da sich versucht aufzuteilen. Ist noch einer, komm. Zack. Uiuiui, die Höhle hier hat's ja ganz schön in sich, Freunde. Na, Heilbrunnen, ja, super. Mitten rein. Wenn die schon so viel aushalten, dann bin ich echt mal gespannt, was der gute Lorik für uns noch zurückhält. Cool. Ach komm, bevor wir weitergehen, oh, das hört sich fies an. Gucken wir mal kurz rein, was wir hier bekommen haben. Eisenhaut, eure Haut wird zu Eisen, sodass ihr für kurze Zeit deutlich weniger Schaden erleidet. Boah, geil, das nehmen wir mal. Gleich mal gucken. Oho, heftig. Oh, so eine Rüstung hätte ich gern. Ja, da sehen wir, im Gegensatz zu dem Typen, sehen wir aus wie eine Fensterpuppe. Kennt ihr das, wenn ihr was sagen wollt und dann 5000 Gedanken gleichzeitig habt und dann kommt nur Bullshit raus? Uiuiui. Ah. Oh, eine ganze Meute. Hey! Der Kreuzritter, Teil 2. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan,
Die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Und er hat nichts für uns übrig. Schauen wir mal auf die Karte. Hier geht's weiter. Ist ja Ebene 1, das muss ja irgendwo noch runtergehen. Falls ihr immer so komisches Hintergrundgeräusch hört. Das bin ich mit meinem Fuß, der schon wieder einschläft. Seltsam, bei Minecraft passiert das gar nicht mehr. Wir gehen mal in Heilbrunnen. Aber hier bei Diablo fängt's wieder an. Aber jetzt geht's. Jetzt ist er eingeschlafen, dann merkt man's ja eh nicht mehr. Ui, oh mein Gott. Wir müssen durch zu den Nestern. Na, komm. Und jetzt die Fledermäuse. Meine Wunden heilen. Ja, meine auch. Also Nester sind schon... Uiuiuiuiuiui. Aber hier gibt's in Ebene 2. Und da ist schon wieder so ein Goldener. Diese Kreatur muss sterben. Bin ich deiner Meinung? Der vergiftet den Boden. Gar nicht gut, gar nicht gut. Da sollte ich vielleicht nicht stehen bleiben. Ach du Scheiße, ey. Halt mich. Nein, 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 nein. Oh, und da hat's uns zerlegt. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ja, gucken, dass wir uns an der Leiche wieder beleben und dann irgendwie hier abhauen erstmal. Da kämpfe ich lieber gegen so Zombies. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Boah. Mal gucken, dass wir den hier irgendwie isolieren können. Also, dass wir immer nur ein paar anlocken. Dann haben wir nicht so viele Gegner gleichzeitig zu versorgen. Ja, hat super geklappt. Alter, was hab ich euch getan? Ich muss noch ein wenig länger warten. Wir können keinen Heiltrank nehmen. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Ich werde schwächer. Alter, was ist hier los? Ja, ihr feiert es jetzt wahrscheinlich. Für mich ist nicht so toll. Noch nicht. Ich muss schon den irgendwie wegschlagen jetzt. Eisenhaut. Ich bin geheilt. Oh, da ist er weg, endlich. Ich sollte hier vielleicht raus. Oh, Mama, hol den Hammer, ey. Habt ihr das gesehen? Hat sich wenigstens gelohnt irgendwie. Ja, Bogen. Super, einen Bogen brauchen wir. Ach, nee. Hat sich nicht gelohnt. Ja, wie es hier weitergeht in dieser Höhle der Verdammnis, würde ich schon fast sagen, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und schaut auch dann wieder rein. Ich bin auch, bleib auch dann euer Semi. Bis dahin, macht's gut.